Ja, ihr seid ja nicht zum ersten Mal auf einem unserer ICC-Foren. Ecke, wie ist dein Eindruck heute? Eine sehr schöne Veranstaltung wie jedes Jahr. Also wir freuen uns jedes Mal auch wieder dabei sein zu dürfen. Wir hatten schon tolle Gespräche, Vorträge waren wirklich sehr interessant. Wir können auch als Hersteller von anderen Shop-Systemen immer was mitnehmen. Daher herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Gerne. Ja, das freut mich natürlich. Was wir ja aber in den Vorträgen schon auch gehört haben und gesehen haben, ist, B2B ist ja schon deutlich komplexer hier als B2C. Wie ist das so für euch aus eurer Warte? Wo sind so die großen Unterschiede zwischen den beiden Märkten? Mhm. Klar, funktionell an dem System erstmal selber. Und da sind wir als Shopware natürlich gerade dabei, ordentlich auch Funktionalitäten mit hinzuzufügen, die genau diese Anforderungen von den B2B-Händlern auch mit abdecken zu können. Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, um auch diese digitale Transformation gemeinsam mit den Händlern auch hinzubekommen. Aber auch der B2B-Kunde möchte schon auch die gleiche Usability wie der B2C-Kunde. Genau, richtig. Also ist der Unterschied ja nicht mehr so groß. Nee, genau, richtig. Das hatten wir heute ja auch schön in dem Vortrag von Hans Soldern gesehen, dass wir da auch wirklich als die Emotionalität auch schon ein Stück weit mit in den Shop reinbringen sollten. Und das die Funktion nicht immer alles ist, sondern man ja durchaus letztendlich mit einer Person oder mit einem Mensch vor dem PC oder vor dem Online-Shop ja letztendlich auch erwarten sollte. Wir haben heute auch viel über so den Barriere jetzt Mitarbeiter, Mindset von Mitarbeitern hier auch gesprochen. Ich meine, ihr führt ja viele Gespräche dann auch mit den Unternehmen, wenn es dann darum geht, auch ein Shop-System dann auch einzuführen. Wie ist so eure Einschätzung? Ist die Technik eher das Problem oder ist es dann doch eher so, dass die Mitarbeiter vielleicht nicht immer so mitziehen bei dieser Thematik? Wir reden ja teilweise von sehr traditionellen Branchen, wie man sich das erhoffen würde. Ja, in der Tat. Also ich glaube, das ist so eine Kombination aus beidem. Viele Unternehmen haben sehr, sehr komplexe Prozesse, die man wirklich versucht, eins zu eins in die digitale Welt umzumodeln, nenne ich es jetzt mal. Aber ich glaube, da muss auch so ein Umdenken im Unternehmen selber stattfinden, damit man vielleicht von dieser vielleicht eingefahrenen Prozedur ein Stück weit sich abhebt oder sich ein Stück weit von bewegt, die schlanken Prozesse auch vernünftig abbilden zu können. Also es ist so ein Aufeinander zu bewegen und nicht einfach alles in den Shop reinzuprügeln wollen und nicht die Funktionalitäten komplett, die man jetzt auch schon seit Jahren vielleicht entwickelt hat, mit abbilden zu müssen, sondern es ist halt eine gesunde Kombination aus beidem, die irgendwo damit Einfluss hat. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Mitarbeiter mitziehen. Und wenn da dieses Umdenken gar nicht erst stattfindet, dann kann es natürlich für alle Beteiligten sehr, sehr schwer werden, das Projekt vernünftig ans Laufen zu bekommen, um dann am Ende erfolgreich mit dem Projekt auch live gehen zu können oder sich grundsätzlich auch in der digitalen Welt erfolgreich etablieren zu können. Was wir heute auch viel gehört haben, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, das Anspruchsniveau der Kunden ist auch im B2B-Bereich inzwischen extrem hoch. Ich denke mal, Mobile ist Pflicht, Responsive Design und alles, was da so dazugehört, auch mit Produktdarstellung, Videocontent und so weiter. Richtig, genau. Also es geht ja nicht nur darum, das jeweilige Produkt mit den richtigen Kennziffern, mit den Eigenschaften darzustellen, sondern am Ende möchte der Kunde ja auch so ein Stück weit dahin geleitet werden, was denn das Richtige auch für meine Kundschaft wiederum ist. Und ich glaube, da erwartet der Händler jeweils auch eine gewisse Empfehlung, eine Beratung, auch digital von dem Hersteller dann in dem Fall. Und da geht es auch auf jeden Fall um Themen wie Recommendation, also quasi eigentlich Themen, mit denen man sich im B2C schon lange beschäftigt. Und da sind auch die Händler, mit denen wir im Gespräch sind, ordentlich am rumrodeln, am drüber nachdenken, am Tun und Machen, um auch solche Themen auch vernünftig mit abbilden zu können. Also nicht nur das die Funktionalität bereitstellen, das Produkt im Sortiment parat zu haben, sondern auch, wie ich letztendlich diesen Gegenüber ansprechen kann mit einer vernünftigen Art und Weise. Also vielleicht abschließend dann noch die Frage, wenn wir jetzt so den Blick so ein bisschen in die Zukunft richten. Ich höre jetzt so raus, vieles von dem, was eigentlich ja schon richtig toll ist, ist eigentlich basic. Ist schon erwartbar. Was werden zukünftig so die großen Punkte sein, so aus eurer Sicht, mit denen man sich vielleicht dann doch auch im Markt differenzieren kann?
Als B2B-Händler auf jeden Fall natürlich Service, Qualität, ja, das Alleinstellungsmerkmal, das sind die Themen, womit man sich auch letztendlich ja, die Kunden bindet. Und die Kunden sind ja nichts anderes als Händler und die wiederum brauchen die Endkunden. Und so muss eigentlich die ganze Prozedur und die ganze Kommunikation in eins übergehen. Und wenn wir ehrlich sind, ich sitze zum Beispiel zu Hause auf der Couch und surfe ein bisschen im Internet rum, dann werde ich schön angesprochen, aber wenn ich dann bei Shopware bin und ich dann für Shopware entsprechend meine Arbeit verrichte, möchte ich ja auch ein vernünftiges Erscheinungsbild haben und nicht einfach meine Daten runtertippen müssen. Aber natürlich geht es auch um Schnelligkeit. Also Performance ist ein ganz großes Thema. Das ganze Handling von Artikeldaten, man spricht halt nicht nur von 1000 Artikeln, sondern da gibt es ja eine ganz große Vielzahl an Variationen, die man da abbilden muss. Also ich glaube, da auch technisch gesehen wird sich noch einiges tun. Und was die Ansprache angeht, da sind wir persönlich von Shopware eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg und in Kombination mit den erweiterten Funktionen, die in der Zukunft für uns dann noch kommen sollen, denke ich, bilden wir ein gutes Gesamtpaket. Ja, dafür natürlich viel Erfolg, aber herzlichen Dank nochmal für eure Unterstützung, für deine Zeit hier. Sehr und gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke.